Heute probiere ich den Zugereisten von Wieninger. Herzlich willkommen zum Knöllsch-Bierkanal. Ich war im Urlaub und habe ja wieder was mitgebracht. Und zwar so einiges an Bieren. Unter anderem war ich bei Wieninger in der Brauereiführung, habe danach eingekauft und habe mir unter anderem auch den Zurgloster, den Zugereisten, zugelegt. Das ist ein leichtes Sommerweißbier mit 3,8 Volumenprozent Alkohol, 20 Bitterness-Einheiten und ja, es ist leider auch schon nicht mehr verfügbar. Offenbar nicht bei Wieninger selbst. Ich habe es dann gefunden in einem anderen Shop. Da hatten sie dann noch ein Sixpack, da habe ich mir ein Sixpack mitgenommen. Und aber guck mal, vielleicht gibt es in verschiedenen Shops das Bier noch. Sommerweißbier, es ist kein Weizenbier. Ich dachte, ein Weißbier ist ein Weizen. Aber es sind drin Gerstenmalz, Hafermalz, Aroma und Hopfen und als Reinzuchthefe die Leobavaricus. Sag mir so nichts, diese Hefe. Fand ich aber interessant. Ja, zur Gloster, die Bayern mögen mir verzeihen, dass ich nicht richtig aussprechen kann. Ein Zugereister ist einer, der nicht von hier ist und trotzdem hier lebt, was in einer vom Stolz auf Traditionen und althergebrachtes geprägten Region erstmal schwierig ist. Ja, so was nennt man in Köln eine Immi. Einer, der freiwillig gerne in Köln lebt und sich da so den Gepflogenheiten auch anpasst und manchmal sogar das Kölsche noch mehr verteilt als die Kölner selbst. Ein Zurgloster. Ich finde das Design in Flaschen mal sehr schön. Hier ist so ein Zugereister drauf, der irgendwelchen Karten, der mitspielen möchte, Karten in der Hand hält und sich ja auch eine Lederhose angezogen hat. Steht da drauf? Weiß nicht, kann ich nicht lesen. Und immer die so Geschmacksnoten, die drin sein sollen. Ja, 3,8 Volumenprozent. Ein leichtes Sommerweißbier. Wieninger macht immer so Spezial-Editions, die dann nur eine gewisse Zeit verfügbar sind. Und das ist eins davon. Wir kündigen die auch mal an. Es kommt als nächstes irgendwann der Lausbuer raus und die... Ach, ich weiß mal, wie sie heißen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwann Bestellungen mache und ja, mir die nächsten davon auch zulege. Wieninger gefällt mir ganz gut. Es ist schön trüb. Ein Strohfarben. Ein heller Goldton Strohfarben. Schön trüb, schöne Karbonisierung. Schöner weißer Schaum, sehr fein. In der Nase sehr frisch. Und fruchtig. Kokos steht drauf, habe ich leider nicht in der Nase. Fände ich interessant. Das ist ein neues Shirt. Ist schön. Wahre Liebe. Ja, vielleicht ein bisschen die Ananas. Ob es jetzt suggeriert ist, oder ob es wirklich auch so geschmeckt hätte, gerochen hätte, weiß ich nicht. Es ist wieder kein Weißbier. Ja, so ein bisschen hellfruchtig. Leicht. Es ist leicht. 3,8 Volumenprozent. Prost! Im Geschmack ist es herber, als ich erwartet hatte. Sehr lecker, also für 3,8 Volumenprozent. Also natürlich merkt man keinen Alkohol, das ist klar. Aber es hat Geschmack. Ich habe so das Problem mit alkoholfreien Bieren, dass die manchmal einfach so ein bisschen langweilig sind. Aber das hier hat einfach nur reduzierten Alkohol und man schmeckt trotzdem sehr gut. Leicht fruchtig, ganz ein bisschen eine Nussigkeit. So beschreibe ich diese Geschmacksrichtung immer, wenn es so ein bisschen, ja, wie so ein, belegt sich so ein bisschen. Wenn man Nuss isst, dann auch manchmal so ein bisschen von der Schale, so einen belegten Mund, das habe ich hier auch, dieses Gefühl. Schön, leicht, frisch, gefällt, ja. Den Zurgloster, wenn ihr noch bekommen könnt, sehr gerne mal gucken, 3,8 Volumenprozent, schönes, leichtes Bier mal.
Eher was für den Sommer, ja, okay, den haben wir jetzt nicht mehr, aber gut. Gibt's ja auch nicht mehr, leider. Ja, lasst mir gerne einen Kommentar da, habt ihr es schon hattet. Und einen Daumen nach oben, Abo, dann sehen wir uns bald wieder. Prost, mach ich gut.